Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Und wir sind jetzt hier beim Königstiger-Gehege bauen bei der Einführungsrunde. Und jetzt dürfen wir einen Unterschlupf für sie bauen. Also hören wir doch mal zu, was die nette Dame uns zu sagen hat. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Also, Moment mal, ich kann einen eigenen bauen. Bau? Okay, das muss ich gleich nochmal herausfinden, wie das genau funktioniert. Aber fürs Erste, damit wir mal das Tutorial hier durchkriegen. Ja, so, wie weit soll man hier das mit drehen? Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Pflanzen fehlen ihm. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Nicht vom selben Kontinent wie das Tier. Das ist Afrika, also auch nicht von dem Kontinent wie das Tier bedeutet. Wo ist ein Abreißbutton? So bedeutet, und das ist... Wo sehe ich hinkommen, wo das hier kommt? Europäisch, europäisch. Ozeanisch. Also müssen diese ozeanischen Sachen weg. Okay. Ozeanisch wieder weg. Ozeanisch hier auch wieder weg. Schon besser. Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Gelände, malen? Was denn für eine Erde? Erde leichter. Ach du Himmel, ist das ein großer Pinsel. Also ich würde nochmal gerne die Größe ein bisschen runter reduzieren. Die Stärke können wir auch mal ein bisschen erhöhen. Krass, kurz ist wohl ein bisschen zu wenig. Das hier hinten, das komplette Gehegestück. Alter, das liegt so ein bisschen gerade. Vielleicht sollte ich doch mal die Einstellung noch ein bisschen überarbeiten. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Savannen oder Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Natur. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus dem Regenwald und gemäßigten Biomen aus Asien. Wenn es sein muss, reicht es auch, wenn du dich nur für eins von beiden entscheidest. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Europäisch. So. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Doch nicht. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Ups. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem Regenwald oder aus gemäßigten Biomen. Also Asien will er haben. Kontinent. Asiatisch. Biome. Tropen. Okay. Dann tun wir doch mal hier so ganz gemächlich
vor deren Hütte sowas stellen. Und noch so ein paar Pflänzchen. Hier diesen Mittelpunkt hier auffüllen. Wie viele Pflanzen wollt ihr denn? Machen wir mit dem hier noch euren Eingang zu, dann ist es so ein bisschen heimeliger. Hier hinten noch mit so ein paar anderen Pflänzchen. Das Ganze abdecken. Prozent. So, jetzt ist er auch zufrieden. Erhöhtes Wohlbefinden für Pflanzen auf 90%? Was? Dann setzen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. So, 94%. Wuhu! Silber! Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Okay. Weiter. Gut. Statten wir den blauen Faun einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Och Gott, was kommt denn jetzt wieder? Ich hab gedacht, also dann wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Ja. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Lebensqualität durch Futter. Öffne den Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Soziales Wohlbefinden. Gut, wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Mhm. Außerdem sind im Vergleich zu den Weibchen zu viele Männchen angesiedelt. Das Verhältnis stimmt nicht. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Na los, du weißt ja, wie das geht. Ja, mittlerweile weiß ich schon. Das ist auch nicht unbedingt die schwerste Aufgabe gerade. Darüber auswählen, an Zoo senden und hier gut rein. Gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir helfen können. Also ich würde gerne Gehege hinter Gehege fertig machen. Moin, Schneeleoparden. Genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Dann machen wir einfach hier alles. Ach so. Ach so, ihr wollt, dass ich dieses kleine Fenster hier nur zum einen... Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Ja. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Was? Temperaturen-Heatmap, die ist jetzt wo? Das wird mir jetzt nicht gesagt, oder wie? Temperaturen-Heatmap. Es ist zu heiß. Ja, ich würde gerne die Temperaturen-Heatmap sehen. Ja. Ah, hier. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert.
Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Okay. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. So, jetzt sollte alles abkühlen. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Okay. Bedeutet, ich muss wieder auf Leoparsch klischen. Wo ist denn der Leoparsch? Ne, das ist ein Tundrafels. Wo ist denn der? Hallo! Wo ist denn mein Freund? Ah, ich hab ihn gehört. Wo ist der denn? Da ist er. Okay, bedeutet. Was auch ich schon vieles Gehege? Ja, das Gelände. Gelände. Schnee, dann machen wir ihm hier mal den Eingang voller Schnee schon mal. Das wird er ja lieben. Wenn hier alles voller Schnee ist. What the f- Achso, muss ich. Ach, das sind die Stellen, wo jetzt der Schnee nicht überleben kann, sozusagen. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Ja, das weiß ich jetzt. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im ganzen Zoo erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Zooverwaltung und dann... Oh Gott, ja, aber Zooverwaltung... Und dann Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Wie komme ich denn da ganz schnell hin? Wo sind die? Wo sind diese komische Schlange? Teleportier mich mal dahin, bitte. Diesem Tier verhüten. Nische mir, was Wohlfinden ist jetzt fast hoch. Der Löwe und das Löwenweibchen. Aber die haben wieder vorhin hinzugefügt, oder? Waren die nicht in irgendeinem Gehege, das ich hier gebaut habe? Hier. Ah ne, das sind Tiger. Nicht Tiger. Wo sind jetzt wieder die Tiger? Das waren die Tiger, oder? Ja, das waren die Tiger. Warum gefällt den nicht das Gehege? Pflanzen. Lebensqualität, weil... es gibt zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. One, one is time. Whoa. Was habe ich denn da jetzt platziert? So. Das sollte großartig passen. Hier sind die Pflanzen das Problem. Oder die pflanzliche Umgebung brauchen die Graslandschaft Afrika. Filter. Afrika. Graslandschaft. Was hätten das mit afrikanischer...
tun wir mal hier so über die Ecke drüber legen. Oh, die wollen weniger Bepflanzung. Warte mal. Huch. Da war es falsch verstanden. Pflanzen weg. Ist denen zu viel Bepflanzung? Warte mal. Ah nein. Ah, GG, habe ich ja schon ausgehört. Ich will das einfach nur löschen. Oh, das ist auf deutsches Zeug. Dann machen wir nochmal hier die Bäume weg. Wie schaut jetzt mit der Bepflanzung aus? Ja, die habe ich vielleicht ein bisschen hochgetrieben. Weg damit mit die ganze Pflänzelein hier. Wir brauchten da schon Bäume. So, hier tun wir nochmal den Baum weg. Wie schaut es jetzt aus? Wohlbefinden bei 91%. Wohin soll ich es kriegen? Insgesamt zu 80%. Gut, dann gefällt ihr mir ja schon mal gut. Dann wieder auf Zoo. Dann haben wir hier die Wölfe. Wo sind die Wölfe? Seid ihr Wölfe? Nee, Nilpferd. Wo sind die Wauzis? Affen? Bären? Giraffe? Den haben wir schon. Dann sind doch sicher hier... Nee, das sind Elefanten. Das sind Wölfe? Ja, hier sind die Wölfe. Ha, haben wir sie. Neben... Ohaha. Durch Futter. Das muss doch eigentlich aufgenommen werden in das System, oder? Nach Art, jetzt kann ich hier doch bestimmt noch Wolf suchen, oder? Wolf. Oh, der mag das gar nicht. Essenstablett klein, Essenstablett groß. Das können wir nochmal entfernen. Was hier jetzt? Das Tier leider... Ja, ich muss es hier nacheinander mich drum kümmern. Das ist jetzt hier gerade eine schwere Geburt, weil ich nicht verstehe, was hier das Beschäftigung ist. Durchfüttert durch Spielzeug. Okay, Spielzeug kriegen wir doch locker hin. Beutelsack. Dann tun wir hier den Beutelsack mal hin. Mit Futterspender. Hier, da haben wir hier noch ein bisschen was mit Futterspender. Dann tun wir noch einen hin und dann hat sich das doch bestimmt erledigt. Oder? Beutelduftsack. Noch so ein Teufel, stellen wir noch so einen Beutelduftsack auf, dann hat sich das schon. Zack, fertig. Dann sind die Tierchen jetzt happy. Schon lange Zeit eingespielt. Was? Man holt ihn doch aus der Transportbox. Warum ist denn der eingesperrt? So, wie geht's euch? Lebensqualität. Oh, das Spiel. Das sind jetzt Cutter. Wir brauchen Cutter. Gehege-Cutter. Nein. Oh. Filter zurücksetzen. Dann brauchen wir jetzt Gehege. Und hier konnte ich das Zeug für den Cutter doch... Mein Filter. Hä, was? Nein.
Was ist das denn für ein komischer Filter? Nein, wie? So ein Futterkäfig? Ist das sowas, was die wollen? Tags Netzgiraffe. So, warte mal. Wo ist denn der Cutter? Durch Spielzeug Sprinkler und kleiner Ball. Kann ich dann jetzt hier aussuchen? Hier, jetzt brauche ich hier Cutter. Beschäftigte was? Was ist das? Futterbox. For the longest time. Was ist das denn alles wieder? Haben wir schon wieder mehr Tierchen bekommen hier vor, oder was? Linkada, wie weit ist denn der bei 84%? Wie ist denn das aktuelle Wohlbefinden? Bei 78%. Jetzt müssen wir mal zu den Nilpferden, weil die haben auch gejammert. So, die Nilpferde sind jetzt hier, oder? Was hat Herr Nilpferd? Herr Nilpferd ist... Herr Nilpferd ist gar nicht gut drauf. Flusspferd heißt das Ding ja auch. Also kriegt auf jeden Fall mal ein Schlammbad hier irgendwo hin. Tun wir hier mal ein schönes Schlammbad platzieren. Jetzt brauchen wir nur was für dich zum Essen. Futterdruck groß. Wasserdruck brauchst du nicht. Dann hätte ich bloß gern Tierpflege zum Gehege gerufen. Das Ding ist ausgehungert, das geht doch gar nicht. Beschäftigung durch Hunger. Futterspender hängendes Fass. So. Jetzt muss nur noch das Sozialverhalten, also beim Sozialverhalten. Platz ist so meh. Es braucht noch ein soziales Tier, okay. Das kann ich jetzt auch nicht machen, hä? Also rein theoretisch musst du jetzt noch zu dem Haiopa hier gehen. Ja, dann holt es doch mal da. Tierarzthof und Tierpfleger rufen. Holt es da raus. Macht mal was. Hallo. Okay. Kann ich das jetzt bewegen? Kein Zielort ausgewählt. Storage. Okay, warte mal. Und jetzt kann ich das doch sicher nochmal hier reinholen, oder? Tierhandel? Genau. Zurück ins Gehege. Ja, ja, jetzt gib mal, warte mal kurz. Das müsste jetzt eigentlich Sinn ergeben. Wir sind bei 78%. Welche Tiere machen denn noch Probleme? Ach du Heiliger, da gibt es ja noch viel mehr. Und der macht hier halt den größten Unterschied wahrscheinlich gerade aus.
Obwohl die Elefanten natürlich auch ein riesiges Problem ausmachen können. Habt ihr denn jetzt das scheiß Paket endlich? Wo ist es denn? Da läuft so. Okay, jetzt kümmern wir uns mal währenddessen. Wo sind die Elefanten jetzt wieder? Ich verliere über den Überblick. Aber, Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Everything changes.